In die österreichische Nationalratswahl der Der 29. September 2013 die Sozialdemokratische Partei Österreichs hatte 26,8% der Stimmen und 52 Abgeordneten. Die Österreichische Volkspartei hatte 24% der Stimmen und 47 Abgeordneten. Die Freiheitliche Partei Österreichs hatte 20,5% der Stimmen und 40 Abgeordneten. Die Grünen hatten 12,4% der Stimmen und 24 Abgeordneten. Das Team der Frank Stronach, eine kanadische österreichischer Entrepreneur, hatte 11 Abgeordneten mit 5,7% der Stimmen und die NEOS, die Neue Österreich und Liberal Forum hatte 5% der Stimmen und 9 Abgeordneten. Eine andere große Koalition war nach dieser Nationalratswahl geformiert mit Werner Faymann als der Bundeskanzler.